Ich bin ein Befürworter von TTIP, ein Handelsabkommen zwischen den zwei großen demokratischen Räumen, USA und die EU, kann nur positiv sein. Aber es ist auch so, dass Regierungen, Diplomaten und auch Wirtschaftsunternehmen sich bei den Verhandlungen in die Karten gucken lassen müssen. Und das kann die Öffentlichkeit erzwingen. Und wie es bei Korrektiv jetzt ist mit den Leaks über den Zöllen, die abgebaut werden. Zollabbau ist generell wichtig. Es ist nur auch wichtig, dass wir wissen, dass es keine Ausnahmen gibt. Denn Zölle sind, wie man in Russland sieht, immer eine Quelle von Korruption und Machtmissbrauch. Nice.